Leute, also heute hier wirklich Spitzen-Skiwetter. Hier auch wunderschöne Sicht auf die Berge. Das ist echt schön. Udi ist halt ein bisschen mutig. Ja, da guckst du, Udi, ne? Der ist ein bisschen größer als du. Schöne Grüße von der Piste hier mit meinem Skihasen zusammen. Hier, eine kleine Sache wollte ich mal eben kurz aus dem Lift sagen. Denn bis zum 1., also noch ein paar Stunden, läuft. Ist das schön. Ist nicht auch meine Brille schön? Die ist von Jana. Habe ich gerade geklaut, weil die Sonne hier. Der Code bei Outfittery, mit dem ihr 20% bekommt, ne? Und das wollte ich an dieser Stelle sagen, Schatz, das ist schön. Eventuell hat er bis zum 1. auch wieder eine Stimme. Das stimmt. Also, hier ist der Swipe-Up-Link und dann geht's ab. Ein Fuchs? Rudi und ich im Aufzug und ganz viel Skisachen. Aber es passt. Ne, Rudi. Back in Business in Berlin, hier bei Voice und guckt euch das an. Voll in Proportionen würde ich sagen, 1A getroffen. Mein neues Garderobenschild. Hey, ich kreuz dich. Feierabend für heute. Das heißt, Sauna und ein alkoholfreies Bier, Leute. Es läuft. mit Brille eigentlich ziemlich sexy. Echt, ja? Mhm. Wir haben jetzt geantwortet. Alle müssten eine Mail von mir bekommen haben, wo ich den geschildert habe, dass ich erstmal mit ganz vielen Leuten im Sauerland gehe und für diese Aktion nicht die Leute aus ganz Deutschland angefahren kommen. Das macht keinen Sinn. Okay. Noch eine Umfrage, weil ich ja Umfragen so mag. Also, welche Socken soll ich anziehen? Geil, dass man uns noch lachen hört, weil wir so lustig sind. Das ist wiederum schlecht für die Umwelt und wir wollen ja was Gutes tun. Aber wir werden noch neue Wanderungen planen und dann machen wir das öfter, wenn ihr Bock habt. Also bis jetzt sind es 160 Leute im Sauerland. Ich muss viele Bäume... Guten Morgen! Hier, passend zu meinem Shirt heute, ich trage hier mein Baum-Shirt, wollte ich mal ein kleines Update geben zu der Aktion Thore pflanzt einen Baum oder besser gesagt zu der Aktion Wir pflanzen ganz viele Bäume, denn es haben sich so viele Leute gemeldet. Das habe ich ja auch schon gesagt. Aber Bäume kaufen und wir werden viele Bäume pflanzen. Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann?
Leute, swipet hier mal bitte hoch. Ich habe eine Überraschung für euch. Leute, wir drehen gerade hier am Set bei The Voice Kids und das ist so krass, alles so mega professionell. Ich zeige euch hier mal unser Kamera-Setup. Das ist hier das neueste iPhone. Sorry, dass du immer nur so... Ich habe mega Neuigkeiten und zwar durften Ornella und ich die absolute Traumhochzeit von Jana und Thore Schölermann begleiten, beziehungsweise die Trauung. Es war unfassbar schön. Wir mussten dicht halten, weil die Bunte erst heute erschienen ist mit dem Artikel. Ja, und jetzt kommen auf jeden Fall in der nächsten Zeit die ganzen Fotos und Videos. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön, dass wir das begleiten durften, weil ihr einfach ein wunderbares Pärchen seid und es immer. Ja, Armin und Annella. Ey, da muss ich jetzt an dieser Stelle auch schon mal sagen, vielen, vielen Dank. Ihr wart unfassbar. Ihr habt mich zum Weinen gebracht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ihr wart die Bombe. Willst du auch reinbeißen? Die Dinger halten, die sind leicht, die sind wasserdicht, es sind gute Sohlen drin. Punkt. So, muss ich noch was dazu sagen? Und sie haben schöne Schnürsenkel. Gute Schuhe für den Wald. Ich stehe total auf die Dinger von Hikes. Das ist hier unbezahlte Werbung, weil bei Equipment, Leute, ihr wisst, da mache ich keine Scherze. Das ist einfach, ich würde da keine Werbung für machen, wenn ich sie nicht gut finden würde. Und dann nicht mehr braucht zum Arbeiten. Die kann man einfach auch mal so anziehen. Zum Beispiel, weiß nicht, eine Stadt auf dem roten Teppich, ne, wo die gefallen ja auch, ne, die gefallen dir. Ja, beiß ruhig rein, passiert nichts. Und, wollt ihr mehr? Rudi, willst du mehr? Ja, ihr kriegt mehr Schuhe. Ja, auch wunderschön, nämlich neue Wanderschuhe. So. Und das sind einfach... Mein Fuß eingeklemmt wird zwischen zwei Bäumen.
dass das nicht weh tut. Sicherheitssohle, zack. Und das Beste ist, die wiegen gerade mal 1,3 Kilo. Das ist echt wenig. Jeder, der so Dinger schon mal anhatte, der weiß, die sind sonst super schwer und man will die immer direkt ausziehen, wenn man sie... Also fangen wir an. Tracker Mountain 2.0, Größe 45. Neue Schnittschutzschuhe, damit ich mir, wenn ich mit der Motorsäge im Wald arbeite, erstmal nicht in den Fuß sägen kann. Hier, Stahlkappe. Das, wenn mir was auf den Fuß fällt oder so. Oder von Herzen, vielen Dank für die netten Worte. Zurück in Köln. Und ich mache jetzt ein Unboxing. Aber ich mache ein Männer-Unboxing. Ich habe mir nämlich Schuhe bestellt. Und nicht Fashion oder so, sondern... Arbeitsschuhe. Nochmal guten Morgen aus Hamburg mit dem gleichen Hammerblick, diesmal aber mit Sonne sogar. Und ey, bei mir strahlt gerade die Sonne die ganze Zeit, weil ich so happy bin nach der Hochzeit und weil vor allem ihr so nette Dinge schreibt. Ich habe gerade gesehen, das Bild, was ich gestern gepostet habe, das hat irgendwie fast 30.000 Likes und so viele nette Kommentare. Ich kann gar nicht auf alles antworten, deshalb auf diesem Wege vom ganzen... Natürlich. Auf gar keinen Fall. Wie viel Müll hier rumliegt. Ja, gut. Wir haben noch was gefunden, nämlich eine Flutwurst. Und eine Wasserratte. Wir haben gerade eine Flaschenpost gefunden. Ja. Im Hochwasser. Eine Plastikflasche. Und da ist ein Brief. Halt mal. Hallo, ich bin's Valentina. Ich bin aus dem Jahr 1911. Also lebe ich schon. Ich frage mich nur, von wem die Nachricht ist. Ich glaube von Valentina. 1911? Ja. Danke, Valentina. Wir packen sie jetzt zurück. Und werfen sie in den Rhein. Nein. Doch, damit sie noch jemand kriegt. Nein, wir packen sie jetzt in den Rhein. Spinnst du? Sehr lange. Leider vermutlich, wenn du die Nachricht kriegst, bin ich tot. Viele Grüße, Valentina aus dem Jahr 1911. Ich hoffe für dich, dass du noch lange leben wirst. Valentina aus dem Jahr 1911. Viele Grüße. Ja. Ja. Ja, aber die ruft immer bei mir auf dem Handy. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Hier bei euch in Hamburg. Gesehen haben, Schuppen 52, ne? Ich glaube nicht, dass es eine... Dass Jana sich da durchgesetzt hat und dass wir die Unterstützung von den Mädels hatten, weil die einfach dafür gesorgt haben, dass wir an einem Tag der Hochzeit, wo wir alle die wichtigsten Menschen um uns hatten, ne? Also unsere Familie und unsere Freunde. Ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal bei den Mary Janes bedanken, bei unseren Wedding-Plannern. Ich war am Anfang so dagegen und habe gedacht, wofür brauchen wir denn irgendwelche Wedding-Planner? Ey, das machen wir doch alles selber und ich bin so froh. Guten Morgen, einen wunderschönen Donnerstag euch allen. Endlich haben wir sie in der Hand. Es war einfach, ja, ich bin immer noch sprachlos. Bombastisch, wundervoll. Weil wir das entspannt haben wollten, die wir dann jetzt im Nachhinein halt teilen. Und ganz schön in der bunten, ganz toller Bericht, echt schön, das auch nochmal zu sehen. Ja, deshalb haben wir das gemacht. Es war einfach nur wieder hochladen, sondern dass alle da einfach das da in dem Moment so genießen, wie es ist.
Und wir hatten einen Fotografen vor Ort, Mega-Fotografen übrigens, super lieb auch, die ganz tolle Fotos gemacht haben, dass jetzt an die Öffentlichkeit geht. Ja, weil wir wollten einfach die Tage da nicht die ganze Zeit am Handy hängen und wir wollten auch, dass unsere Freunde da und Familie nicht irgendwie die ganze Zeit am Handy hängen und die Sachen dann auf Insta. Schöne Grüße aus Hamburg. Guckt euch das mal an hier. Die Speicherstadt, wunderschön, ey. Eine Sache noch zur Hochzeit. Ganz viele haben gefragt, warum wir das heimlich gemacht haben wieder und dann jetzt doch mit der bunten, ja, das ist ja doch alles. Und wir einmal diesen Tag mit denen gemeinsam haben und wir durch die Wedding Planner tatsächlich jede Sekunde mit denen einfach genießen konnten, weil wir uns um nichts kümmern mussten. Und dafür vielen Dank.